Herzlich willkommen zu diesem Video zu PTV. PTV in der Version 0.15. PTV ist ein Videoschnittprogramm, welches man unter Linux verwenden kann, also Linux als Betriebssystem. Und ich möchte es hier speziell zeigen bei unter Ubuntu 11.10. Ja, wenn du etwas mehr über dieses Programm PTV.org wissen möchtest, dann gehst du zur Internetseite PTV.org. Da kannst du noch mehr Informationen finden, als ich in der Kürze der Zeit sie dir zu diesem Programm zeigen kann. Weitere Informationen findest du hier unter wiki.ubuntuusers.de. Das ist eine sehr gute Ausgangslage für viele Dinge rund um Ubuntu, mit Hilfsmöglichkeiten, falls Probleme auftauchen. Und am besten starten wir gleich PTV. PTV ist bei Ubuntu an und für sich in der neueren Version standardmäßig installiert. Man geht hier links bei der Unity-Oberfläche hier herein zum Starter. Dann zum Dash. Und hier kann man sich dann zum Beispiel die Multimedia-Anwendungen anzeigen lassen, die schon installiert sind. Hier sieht man, dass ich schon sehr häufig verwendet habe. Wenn ich hier auf Installiert gehe, bekomme ich die bei mir installierten angezeigt. Das wäre hier PTV Videobearbeitung. Ich starte das hier. Bekomme hier einen Willkommensbildschirm gezeigt und kann von hier aus dann einige Dinge dann erledigen. Ich möchte jetzt ein Video machen zum Winter. Und wenn ich den Winter darstellen möchte, brauche ich natürlich auch Materialien dazu. Und dazu möchte ich dir eine Seite vorstellen, das wäre hier achieve.org. Das wäre mal die Startseite, wenn ich hier klicke. Hier kann man mehrere Möglichkeiten, hier Dinge auszuwählen. Vielleicht kurz einmal überhaupt zu diesem Internetarchiv. Unter www.achieve.org ist es eine Website aus Amerika, bei der man kostenlos unterschiedlichste Materialien zu allen möglichen Dingen herunterladen kann. Das kann ich hier zum Beispiel auch zum Winter machen. Es trifft sich ganz gut, dass hier das englische Wort für Winter im Winter ist. Drücke auf Enter, nachdem ich hier Winter eingegeben habe, sehe ich den Typ, sehe ich zum Beispiel bewegte Bilder, Videos und so weiter. Also eine Fülle von, wie zum Beispiel auch Musikdateien. Also irrsinnig viele Dinge und hier hat man noch viele Seiten von weiteren Informationen. Ich habe hier natürlich schon welche vorbereitet. Ich habe hier ein Foto, das ich mir runterladen kann. Hier zum Beispiel kann ich rechte Maustaste ziehen, speichern unter und kann dann dieses Foto herunterladen. Hier hätte ich noch ein weiteres Foto mit etwas mehr an Speicherplatzbedarf. Dann ein weiteres Foto und natürlich auch dann bewegte Bilder, sprich Videos. Und hier kann man sich zum Beispiel MPEG-1 herunterladen, das ist wieder im MPEG-1-Format oder im MPEG-4-Format. Man sieht schon hier, dass das MPEG-4-Format nur 1 Megabyte benötigt. Dann habe ich hier ein zweites Video, das ich mir heruntergeladen habe. Und dann habe ich hier noch schließlich von Vivaldi mir den Winterteil heruntergeladen als MP3-Datei. Das wäre dann hier, das sind die vier Jahreszeiten. Ich habe das alles in einem Ordner gespeichert. Ich nehme das jetzt hier. Das nehme ich jetzt auch nochmal und habe das alles hier in diesem Ordner Video gespeichert. Jetzt starte ich mir dieses Programm, beziehungsweise ich habe schon gestartet, wähle es mir hier aus, gehe dann hier herein und habe dieses Programm hier geöffnet. Gehe jetzt auf Datei importieren und kann jetzt hier mir die Dateien importieren, mit denen ich arbeiten möchte. Das wäre dann, müsste man sich dann mal aussuchen, das wäre zum Beispiel hier Winter 01, MPEG 2, mit der Steuerungstaste kann ich gleich mehrere Dinge dann auswählen, vergrößere das Ganze hier dann noch einmal, ja, dann nehme ich mal von Vivaldi noch die entsprechenden Dinge und da möchte ich mir dann noch hier diese Grafik ebenfalls hinzufügen. Habe hier also dann mehrere dieser Dinge und dann empfiehlt es sich hier bei TTV, weil es noch ein relativ junges Programm ist, also nicht ganz so ausgereift ist, das Projekt dann auch zu speichern. Ich habe schon einen Vorschlag. Winter XPTV, ich habe das also schon mal gemacht. Ich überschreibe das jetzt in dem Fall hier, weil ich hier wieder dieselbe Dateiname wähle. Und jetzt möchte ich dir die Grundfunktionen des Programms zeigen. Ich ziehe mir einfach jetzt hier ein Video herunter. Und man sieht schon, dass es hier eine Video- und eine Audiospur gibt. Und hier habe ich die Möglichkeit, Dinge zu vergrößern, also diese Zeitleiste hier zu vergrößern oder zu verkleinern. Der Maßstab verändert sich. Wenn ich jetzt hierher gehe, sieht man, wie sich auf der rechten Seite etwas verändert. Wenn ich hier auf Abspielen gehe, wird hier dieses Video zum Beispiel abgespielt. Ich kann jetzt auch hier reingehen, kann es jetzt verschieben. Schiebe es daher.
oder daher. Man könnte jetzt zum Beispiel noch eine MP3-Datei herunterholen, also eine Audiodatei. Man könnte dann, wenn ich das jetzt hier mache, mit einerseits das Video gezeigt mit dem dazugehörigen Ton und hier dann nochmal gleichzeitig dann Vivaldi abgespielt. Wenn ich hier auf Play gehe, hört man, wenn man genau hinhört, Vivaldi und gleichzeitig hier diesen Ton. Wenn ich hier mit der Maus hineinklicke, sie auswähle vorher, klicke in den grünen Bereich, dann kann ich hier mit einem Doppelklick zum Beispiel solche Punkte setzen und könnte hier dann den Ton, gehe ich nochmal hierher, nochmal den Ton dann zum Beispiel dann verändern. Ich nehme hier dieses Werkzeug, hier vielleicht wieder, oder wieder das Werkzeug wählen. Es verschwindet immer wieder, muss ich immer neu setzen. Und so könnte ich dann zum Beispiel hier die Lautstärken immer wieder anpassen. Ich könnte auch das Ganze dann heruntersetzen, zum Beispiel, dass man dann praktisch immer weniger hört. Dasselbe könnte ich natürlich auch dann hier machen mit der MP3-Datei. Lauter, leiser zum Beispiel, könnt ihr auf doppelte Lautstärke gehen. Ich speichere wieder. Wie gesagt, das Programm könnte wieder abstürzen. Gehe dann vielleicht hier herein. Und könnte hier zum Beispiel auch dann die Darstellung auch dann noch einmal, könnte es einmal heller und mal dunkler machen. Schauen wir uns, wie sich das auswirkt an. Wird wieder dunkler, wird wieder heller. So kann man das dann sehen. Ich kann dann noch weiter zum Beispiel das zweite Video hereinholen. Gehe ich hierher und habe jetzt hier das Video, schiebe es hier heran. Und wenn das eine Video hier aufhört, fängt das zweite an. Ich höre das Wasser raschen. Ich kann aber auch hierher gehen und könnte zum Beispiel eine Überlappung einführen. Man sieht hier diese Veränderung an der Zeitleiste. Wenn ich jetzt hierher gehe, werden diese Bilder dann gewissermaßen überblendet und dargestellt. Und erst wenn es hier ist, dann wird nur noch dieses Bild hier dargestellt. Ich speichere das Ganze wiederum. Habe jetzt hier also Überlappungen. Ich könnte dann genauso gut auch hergehen und könnte dann zum Beispiel bei einzelnen Teilen dann hier Unterteilungen vornehmen. Das geht dann so hier mit diesem Werkzeug hier und kann jetzt hier zum Beispiel hier dieses Video dann hier dann schneiden. An einer anderen Stelle könnte ich es dann noch einmal schneiden und so weiter. Aber jetzt hier ist einen weiteren Teil. Wenn etwas nicht funktioniert, dann einfach noch einmal wiederholen und schauen, ob es dann inhaltlich, wie gesagt, das Programm ist noch nicht so ausgereift. Jetzt hat es funktioniert, der Schnitt. Jetzt hätte ich das hier zum Beispiel mehrere Teile und könnte zum Beispiel diesen Teil hier markieren, mit Fernen dann ausschneiden. Siehst du, dass hier diese Tondatei sehr weit geht, diese MP3-Datei, ich verändere deshalb jetzt hier die Ansicht. Habe es jetzt hier die Vergrößerung eingestellt, dass ich das jetzt hier irgendwie nehmen kann. Ziehe das dann so herein. Die MP3-Datei Vivaldi würde dann viel länger dauern. Ich habe das Ganze jetzt auf 25 Sekunden eingestellt. Gehe wieder auf Projekt speichern. Und ich möchte natürlich auch ein Titelbild irgendwie einblenden. Und dazu würde es sich empfehlen, zu einem Zeichenprogramm zu gehen. Ich mache das jetzt in dem Fall hier. Ich gehe dann hierher, wieder in den Dash und starte mir Draw von LibreOffice, das Gegenstück zu OpenOffice. Das wird dann hier gestartet. Und ich könnte hier dann hineinschreiben Winterlandschaft. Winterlandschaft. Das Ganze ist hier jetzt noch relativ klein, mit der größeren Schriftart. Schauen wir mal 80. Winterlandschaft, wird das umgebrochen. Ob das jetzt hier und markiere das hier und möchte das Ganze jetzt dann exportieren, weil ich es in meinem Video benötige. Gehe auf Exportieren. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss mir natürlich mal den Ort suchen, wohin ich hier speichere. Wähle mir einen Dateinamen. Winterlandschaft. Und jetzt muss ich mir das richtige Format wählen. Das richtige Format ist in dem Fall hier, wenn ich jetzt hier exportiere, GIF, weil ich bei GIF die Möglichkeit habe, transparent zu speichern. Transparent bedeutet, dass ich dann, wenn ich die Grafik dann verwende,
nur das eigentliche Schriftzug sichtbar ist, aber nicht die weiße Farbe des Textes dahinter, also das Papier zum Beispiel. Wirklich sehen, was damit gemeint ist. Ich wähle mir Selektion. Selektion bedeutet hier, dass tatsächlich nur das hier ausgewählte, das vorher markierte, exportiert wird. Ich klicke auf Speichern. Und hier siehst du schon, hier kann ich einen Hackerl bei Transparent speichern wählen. Das lasse ich hier. Und klicke auf OK. Ich minimiere jetzt hier diese Fenster. Gehe wieder herein bei PTV. Bei Dateien importieren. Suche ich mir jetzt diese Grafik, die ich jetzt erstellt habe. Das wäre jetzt Winterlandschaft. Klicke auf Hinzufügen und habe jetzt hier diese Winterlandschaft. Ich speichere nochmal mein Projekt. Gehe jetzt herein und ziehe mir das da herunter. Und man sieht schon, dass ich hier schon diesen Schriftzug habe. Wenn ich jetzt hier hereinklicke, sieht man, dass hier Winterlandschaft dann eingeblendet wird, aber dahinter kann ich zum Glück auch das Video sehen. Und das hängt natürlich auch hier von der Deckkraft ab. Wenn ich das jetzt hier heruntersetze und hier das ablaufen lasse, jetzt haben wir stärker und dann wieder schwächer eingeblendet. Das da herunterziehe. Wird das hier eingeblendet und jetzt verschwindet es dann heraus. Da kommt der Videoübergang. Ich komme dann langsam, ich werde hier überblendet und komme dann zum zweiten. Ja, ich habe jetzt eigentlich wichtige Punkte meines Videos dann fertiggestellt. Und dann geht es natürlich darum, das Ganze zu exportieren. Ich gehe hier dann auf Erstellen. Und hier ist es dann wiederum wichtig, natürlich festzulegen, wohin ich das Ganze exportieren möchte. Ich möchte es wieder in meinen Ordner am Desktop machen. Klicke hier auf Öffnen. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wahl des Dateinamens natürlich. Ich schreibe jetzt hier Winter Video. Und dann muss ich hier das richtige Format auswählen. Ich würde jetzt empfehlen, MP4 zu verwenden. Aber jetzt musst du ganz gut aufpassen. Bei Video würde ich hier den Codec nicht DIRC nehmen, sondern hier den X264 ENC. Weil ich bei einem anderen Codec festgestellt habe, dass es hier zu Abstürzen des Programms kommen könnte, wenn es exportieren würde. Bei Audio würde ich jetzt hier den Codec Lame MP3 wählen und klicke dann auf Erstellen und hoffe, dass alles funktioniert. Zum Glück funktioniert alles. Man sieht hier, wie die bis durch das Zeitleiste hindurch geht. Und wie eine Schätzung, wie lange dieser Export dann noch dauern könnte. Das ist ganz eine gewisse Zeit natürlich dauern, bis das Video exportiert wird. Das ist hier den entsprechenden Fortschritt bei unserem Video. Ja, wir sind jetzt am Ende hoffentlich bald angelangt. Der Film wird gerendert, also wird so zubereitet, dass wir es dann in einer Datei haben. Wird noch gespeichert. Zum Glück ist nicht abgestürzt. Ich klicke auf Schließen. Speichere noch einmal mein Projekt. Minimiere hier dieses Programm. Gehe dann in den Ordner hier und suche mir dann die Datei. Ich kann hierher gehen und mir dann die entsprechende Liste anzeigen lassen. Geht hierher und suche mir jetzt ein Video. Das wäre hier Wintervideo. Mache einen Doppelklick drauf. Programm öffnet sich und ich kann es mir dann hier anschauen. Ja. Sieht man die Überblendungen. Jetzt sieht man die Enden etwas genauer und im Hintergrund hören wir, wie Wald ist für Jahreszeiten und der Teil eben von der Winterlandschaft. Ja. Wir haben jetzt also ein Video erzeugt mit PTV. Vielleicht nochmal der wichtige Hinweis, immer wieder das Projekt speichern, weil das Programm noch nicht ganz so stabil ist. Dann beim Export darauf achten, dass man den richtigen Codec einstellt, sowohl für das Video als auch für die Audiospur. Ich hoffe, dir geholfen zu haben. Du siehst ein Programm, das sehr viele Möglichkeiten bietet. Ich kann PTV unter Linux Ubuntu an und für sich nur empfehlen.